Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einem weiteren Stream von LS 22 Farm Simulator mit dem Projekt Dark Forest. Dark Forest, wer es noch nicht kennt, so heißt die Map und besteht, wie man sieht, aus 5 Waldstücken. Alles Wald. Bis auf die drei Felder hier, die habe ich neu erstellt und das kleine hier, das kleine mache ich händisch. Und hier, die habe ich mit Curseplay schon teilweise bestückt. Deshalb auch den Feldrand. Und das funktioniert tatsächlich problemlos, muss ich sagen. Genau, so, die Karte gehört ja alles mir quasi in einem Hof. Und nur noch mal so kurz zur. Halt. So, ja, in dem Mittelfeld ist noch gar nichts großartiges. Hier unten ist ein bisschen was. Hier war früher das erste Sägewerk. Das habe ich aus Versehen für immer geschlossen. So, und hier oben, das habe ich alles dazu gebaut. Hier habe ich überall, wo die Felder sind, musste ich natürlich abholzen, der ganze Hof. Und hier oben ist ein zweiter Hof entstanden. Genau. Nur mal so kurz als Update. Ja, was ich aber gemacht habe in der letzten, habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Ich habe diese Tiererweiterungsmod, habe ich ja drauf. Und da gab es ja ein Update mit Pferd, bei den Pferden zum Beispiel hier mit Bohlen. Oder hier mit Lämmern und sogar Zicklein und Geißlein und auch Kälber. Und weibliche, männliche Kühe. Bei den Hühnern, ja gut, sind die Hühner sind meistens weiblich und der Hahn ist meistens männlich. Ja. Der Nachteil, meine lieben Pintos waren weg. Die vier Pferde, die ich hatte, waren weg. So, ich habe mir jetzt dafür ein paar Fohlen geholt. Männlich, weiblich, die können jetzt hier groß werden. So, aber es gibt ein Problem. Es ist möglicherweise noch ein Bug, der da nicht passt. Wenn ich auf das Pferd aufsteige, wird mein Bildschirm schwarz und nichts geht mehr. Das muss ich jetzt abwarten, weil ich kann die nicht reiten. Und das ist schade. Wenn das nicht funktioniert, oder vielleicht wird es ja irgendwann gepatcht, muss ich mir noch angucken. Da schmeiße ich die wieder runter, weil Pferde reiten will ich schon. Ich habe zwar auch einen Pferdehelfer-Mod drauf, aber die funktioniert auch nicht. Das könnte möglicherweise an dem Multiplayer liegen, das weiß ich aber noch nicht. So, ich werde jetzt noch mal so 5 Minuten Holz machen und dann werden wir uns intensiv hier um den Hof kümmern. Es gibt einiges zu tun. Ich muss meine Sägewerke mal ein bisschen ausmisten. Da ist überall Zeugs drin, was ich eventuell verkaufe oder lagere. Muss ich noch gucken. Machen wir aber gleich. Ich schicke den jetzt gleich noch mal weg. Der kann dann noch mal ins große Sägewerk fahren. So, jetzt seid ihr richtig gut gefahren. Vielleicht noch einen. So, jetzt ist Schluss. Mehr mache ich nicht drauf. Ja, das dauert eine Zeit, bis man so ein Ried. Das hier ist ja ein Riesenfeld. Das wird ja noch größer als die anderen. So, der sollte von hier den Weg finden zum. Ne, mal das zumachen. Sägewerk Balken. Ne, Sägewerk Großanlieferung Holz und tschüss. Noch einmal durchschütteln. Okay. Gut. Ja, ich habe einen Schnellläufer drin. Das ist okay so. Ich hatte auch schon mal den Gedanken ins Auge gefasst, nicht zu tappen, aber es ist dadurch, weil ich der Autotreiber nicht automatisch das Holz ablädt, müsste ich ja jedes Mal hinfahren, wenn der LKW da unten ist.
Ich kann es mal probieren. Wird natürlich sehr viel Fahrerei, ne? Ich habe nämlich noch eine. Ja, da guck ich mal, gucken wir mal gleich. Das wäre noch so eine Idee. Ist natürlich viel Fahrerei, ja, aber ich würde es gerne ausprobieren. Pass auf, das machen wir mal sofort. Ich habe nämlich als Fahrzeuge. Ich nehme mal an, dass das unter diverses. Nee. Ach, ich habe hier das Hot Cargo System drauf mit Wechselbrücke. Das ist ja auch nicht schlecht. Eine Holzwechselbrücke. Muss ich mal ausprobieren. So, ist das vielleicht bei Autos? Ja, da ist er. Die wollte ich haben. 63 PS, die ist noch günstiger als die mit. Aber es laufen beide 100, ist eigentlich egal. 5 Gänge, 6 Gänge. Da werde ich mir jetzt eine kaufen. Ach, da kann man ja noch. Ach du lieber rein. Zwei Motoren. Scheinwerfer machen wir mal dran, ja, dass wir nachts fahren müssen. Ja, sieht gut aus. So, das hätte ich aber gerne auch wieder in meiner Lieblingsfarbe. Schwarzes Chrom ist auch nicht übel, ne? Und die Narbenfarbe dann wieder. Sekundäre Farbe auch grün. Und die dann auch grün, ne? Ich habe einen schwarz-grünen Tick, ich kann nichts dafür. Das ist jetzt mal schwarz. Genau. Sitz. Was immer dann? Felgenfarbe wieder grün. Oh, wir kriegen das Ding so langsam hin. Sitzfarbe. Schwarz. Ich kann nichts dafür, ich habe einen schwarz-grünen Tick. Gibt es für den Motor auch noch was? Nee. Das Orange da für den Motor. Egal. So, kaufen. Gut. Das war irgendeine. Keine Ahnung. Errungenschaft. Ich springe jetzt mal drauf. Boah. Das passt zu meinen Klamotten wie die Faust aufs Auge. Jetzt gucke ich mal, wie schnell ich mit der unterwegs bin. Oh, fährt sich nicht wirklich gut. Sound ist gut. Okay. Es backt schon. Ah, hat sich beruhigt. Naja, so wahnsinnig oft mache ich das hier auch nicht. Das ist ganz witzig.
Mit Sprung, wow. Und laut. Das Abstellen ist auch gut. So, warum steht denn der hier in der Füße rum? Was hat denn der geladen? Ach, der soll die Balken zum Fasswerk bringen, ne? Okay, dann machen wir das gerade. Das wäre eine Option. Ich werde mal versuchen, nicht zu tappen. Und überall mit dem Moped hinfahren. Das ist ziemlich laut, das Ding. So, was haben wir hier? Ach, der hat noch besser, das hat er gerade mitgenommen, ne? Hier brauche ich einen Stapler. So, pass mal auf, das machen wir auch mal sofort. Ich habe da oben noch einen Stapler zu viel. Den könnten wir auch nehmen, den brauchen wir da unten auch nicht unbedingt. Das ist der große, oder? Ja. Nee. Doch. Ich habe doch noch irgendwo einen kleinen rumstehen. Wir werden ihn finden. Das ist der. Hab ich den verkauft? Das ist der Manitou. Ich habe ihn verkauft. Gut, dann nehmen wir den. Den fahre ich jetzt mal rüber zum Passwerk. Und hier brauche ich auch einen. Wenn ich hier mal abladen will, dann bin ich froh, wenn der hier da ist. Wenn der hier da ist, ja. Gut, ich bin im Moment noch am Seppen, weil ich noch ein bisschen was rumprobiere. Gut, gespeichert haben wir. Ich werde mir noch einen kaufen. Und die Stapler sind mir einfach am besten, am liebsten, am besten, ja. So, der Manitou ist ein ziemlich schwerer. Das hier ist ein 5,4 Tonnen, 6,2. Der sieht auch ziemlich stabil aus. Hier ist kein Unterschied, außer dass der große Stück teurer ist, ne? Zugmaul, ja, Zugmaul ist nicht verkehrt. Gibt nur zwei Reifen, ja, nehmen wir die. Ja, Licht ist immer gut, GPS brauchen wir nicht. Hauptfarbe. Ja. Ihr wisst es schon. Grün. Schwarz-grün. Felgenfarbe. Ja, hübsch. Kostet, ja, kosten 21.000, komm, egal. Stufenlos Getriebe, 72 PS, Benzin, zack. Nee, ich will den kaufen. Aber nur einen. So. Gut, werden wir das mal eben erledigen hier. Und dann schicken wir den runter. Weil da unten ist ja überall immer irgendwas zum Laden. Dann ist das der Stapler für alle Fälle. Das kommt weg. So, du fährst dann zu Holzplatz 2 wieder. Ich fahre gerade ein Stück mit. Nee, fahre ich nicht. Ich muss in den
Stapler. So, und ich das dann alles erledigt habe. Ich bin verwirrt. Das ist der unten. Das ist der. Da ist der neue. So. Den schicken wir runter zum. Was ist denn das da unten? Passwerk. Genau. Da kann der schon ganz alleine hinfahren. Also ich muss sagen, gar nicht so übel. So, mein Bad habe ich auch genommen schon. Siehst du, läuft doch. Achso, falls ich. Ich habe Probleme im Chat. Das Chatfenster funktioniert irgendwie nicht richtig. Im Moment funktioniert hier bei mir mit OBS und Twitch sehr wenig. Also, falls ihr schreibt und ich nicht zurückschreibe, liegt es daran, dass ich das nicht sehe, was ihr schreibt, leider Gottes. Ist schade, aber ich weiß nicht warum. Ich hatte schon mal diese Probleme. Ich bin auch heute ohne Cam unterwegs. Einfach so. So, Leerpaletten. Die müssen wir jetzt auch mal wieder verarbeiten. Fahren wir die fahre ich mit dem Großen. Dachte, ich könnte da oben reinhüpfen. Geht nicht. So, ja, ich laufe zwar auch ziemlich schnell, aber halt, wo ist mein Moped? Aber wer immer das hier gemoddet hat, echt gut. Das Grün ist zu dunkel, ne? Oder? Naja, von der Seite, wenn die Sonne. Ja, hat ein bisschen Probleme. Aber kann ich jetzt mit leben. Es ist kein Rennspiel für Motorräder. Boah, ich habe sogar eine Direktansicht. Das ist ja noch besser. Ah, jetzt wird es ja richtig, richtig gut. So, jetzt warten wir hier. Das ist ja eine Sache. Jetzt warten wir kurz hier, bis der Dings kommt, bis der Arzt kommt. Und da werde ich die Fässer hier mit dem Dings, mit dem Gabelstapler verladen. Ach, Opa, hör mal auf mit dem Dings. Katastrophe. Okay. Ich werde mal wieder anfangen, ein bisschen öfter von Hand zu Fuß zu laden. So, mal gucken, wo er rumfährt. Und da werde ich mal versuchen, so wenig wie möglich zu tappen. So, da fahren wir den jetzt selbst. Kostet weniger Geld. Der kann 43, also bitte. Oder war die Gabel unten? Ja, ist schon enorm, was sich hier getan hat. Ich habe keine Kamera, denke.
Jetzt habe ich Kamera. So, da ich weiß, dass diese Fässer hier schwer sind. Oh. Ja, also ab und zu muss man mal ein bisschen von Hand arbeiten. Das ist. Gut, 368.000 Fässer. Eieieiei. Lassen die alle dahin. Wow. Gut. Härtetest. Ich muss ja alles ausprobieren. Nee. Test beendet. Ja, ich werde jetzt einige aufladen, das machen wir wieder automatisch. Aber der schafft die gut. Genug gespielt. Der kann hier unten bleiben, wenn da mal Not an Mann oder Frau ist. Und dann. So, jetzt muss ich nur aufpassen, ich darf hier nicht zu überfüllen. Das Ding ist nämlich extrem schwer. Da werde ich wohl besser den großen LKW nehmen. Ich glaube, das reicht. So, und das muss zum Imker. Sollte er von hier aus finden. Genau. Gut. So. Ich will darüber. Sehr gut. Mit 100 durch den Wald. Oh. Ja, mit dem Pferd hinreiten ist auch eine Idee, aber im Moment geht es halt nicht. Ne? Naja, ewig werde ich das hier auch nicht machen, das sehe ich schon. Das kostet mich alles so viel Zeit. Aber es ist schön. Macht Spaß. Ist gut gemacht. So, mal kurz zur Hofinspektion. Wir haben hier den großen LKW stehen, LKW, den Trailer für die Paletten. Und da haben wir den LKW, den wir dazu brauchen, ne?
Genau. So, wenn wir den jetzt da runterfahren lassen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der leer ist. So. Ja. Der kann dann zum im Prinzip egal, ich muss ja, holen wir erstmal die Fässer. Tschüss. Gut. Dann schauen wir uns mal die Tiere an. Gut, das mache ich jetzt noch im Menü, da fahre ich das nicht überall hin. Fangen wir mal ganz oben wieder an. Ich muss mal Update machen hier bei mir selbst. So, Brotkuchen von dem kleinen Bäcker ist okay. Hier ist noch nichts passiert, hier auch nicht. Hier die Salate werden wieder zu viel. Tomaten deshalb nicht, weil sie nicht eingeschaltet sind. Toll. Naja, wenn ich es ausschalte, muss ich es auch einschalten. Ne? 148.000 Honig. Leere Fässer haben wir im Moment mehr als genug. Könnten wir theoretisch verkaufen. Es sei denn, es lohnt sich noch nicht. Hier sind ja auch mittlerweile 351, also die Produktion ist viel zu viel. Ne? Dann machen wir die Kohle mit Holz, ja, Holz verarbeiten, obwohl es ist ja auch gut, ist ja auch in Ordnung. Der Paletten, ja, die muss ich holen fahren. Dann hätte ich den besser, ja, ist egal, ist ja gleich da unten. Die Mehlmühlen, erstmal nix. So, jetzt bräuchte ich mal die Zahlen, was uns die Fässer bringen an Geld und wann die am meisten bringen. Dann habe ich mir gedacht, ich mache vielleicht, bevor ich an einem großen Feld weitermache, was auch sein muss, ja, nochmal oben diese ganzen Bäume weg auf dem zweiten Hof. Werden wir sehen. Ich bin bestimmt schon wieder drüber weggerutscht. Balken könnte man theoretisch auch verkaufen. Mai, April, Mai, Juni. 2,3, 2,8. Es ist nicht die Welt, was es ausmacht. Ne? Spanplatten, ja, die lohnen sich eigentlich schon gar nicht. Ne? Hängt auch davon ab, wie schnell die hergestellt werden. Ne? Ziegenmilch, was haben wir dafür? Wo immerhin 2000 im Oktober. Das ist eine Spanne von 400, das ist schon ein bisschen. So. Ist ja der Wahnsinn. Muss es auch so viel Zeugs geben, ne? Obwohl, als Konsolenspieler kriegst du da die Krise. Ich glaube, die haben nicht so viel, ne? Ich habe das Spiel ja früher auf der PS4 gespielt. Den 19er. Und aufgrund dieses Spiels habe ich mir einen PC gekauft. Sag mal. Leere Fässer. Ich sag ganz einfach, ist egal. Okay, so 3, 2, 3, 3, 9. Da haben wir einen Riesen. Also August, optimale Verkaufszeit.
bedeutet, oh Gott, das wird ja egal. Wir gucken, was es für Lagermöglichkeiten für Fässer gibt, weil die würde ich dann doch gern lagern. Das heißt, wir gucken im Baumenü und bei Silos. So, das sind Getreidelager. Misthaufen. Wobei Mist irgendwie gar nicht hergestellt wird, ne? Ich gucke auch mal bei denen. Nur ob die kompatibel sind, aber ich glaube, da gibt es kein Fasslager, ne? Großen Silos, Keilsilo. 2 Millionen Getreidepalettenlager. Das habe ich ja, aber sind wir schon durch. Multifrucht, Salat. Den haben wir. Ach, da ist er doch. Ja, genau, das ist der gleiche. Nur für Fässer. Ich weiß noch nicht, wie viel reinpassen. Und ich weiß nicht, wohin. Hier habe ich denn für Paletten. Ich habe auch ein Hackschnitzellager hier. Da könnte ich ja jetzt hingehen und sagen, okay, die setze ich neben die Imker. Da haben wir immer was auf Lager. Und können es relativ leicht. Irgendjemand ist irgendwo angekommen. Ja, suchen wir uns hier einen schönen Platz, ne? Ja, wer immer du bist. Hier ist doch relativ frei. Einfach hier hin, zack. Sehr gut. So. Jetzt weiß ich nicht, wer wo angekommen ist. Ach, der große LKW wahrscheinlich unten. Gut, ich sehe schon, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ist für den Moment mal eine nette Sache, aber langfristig, ich muss die Grafik mal wieder umstellen. Die Bäume werden ja immer schwieriger hier zum Aufbau. Ja, wenn ich realistisch spielen will. Der ist rückwärts hier hingefahren. Guck dir das an. Das ist ja ein Ding. So. Habe ich das so programmiert hier? Mal gucken, was hier so reinpasst. Ja, 50.000 nimmt man wohl.
Oh nee. Oh, bitte nicht. Absturz. Wann habe ich das mal gespeichert? Ich glaube, ist gar nicht so lange her. Hoffe ich zumindest. Es geht nichts mehr. Die Maus geht noch. Ja, also war gerade alles. Ärgerlich. Okay, ich muss neu starten. Jetzt nix. Ja, das ist klar. Ich habe so viel Mods drauf und da kann es schon mal passieren, dass die dann darum eiern. Ne? Ah, klar, ich starte jetzt mal, gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Wie weit zurück es ist, es kann nicht so viel sein. Okay. Jo, Prost. So, dann schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Das muss ich dann doch mal kurz tippen. Ah, das werde ich ja wieder tun in Zukunft. Das mit dem Moped ist ganz nett. Kann man mal machen, aber. So, was ist passiert? Haben wir das Imkerei? Nee. Ich wollte mal gucken, wie das da unten aussieht. Kleinen Moment. Also, der Stapler ist schon hier. Aber die. Ich muss kurz tappen. Ich muss gucken, was hier jetzt los ist. Der war auf dem Rückweg. Gut, das ist nicht so tragisch dann. Der wollte eigentlich zum Imker. Fahren wir den kurz hin. Füllen den auf und dann den Rest machen wir ins Lager und das Lager stellen wir wieder da hinten hin. Das ist also ein bisschen was ist passiert, ja. Ich muss aufpassen. Das war irgendwie zwischen dem Stapler und dem. Ah ja, der kippt. Wenn ich jetzt eingelenkt hätte, hätte er auf der Seite getrollt. Ah, ich habe keine Fruchtzerstörung an. Okay. So, wir fahren ein Stück weiter. Ich glaube, Ding war voll, ne? Der ging, glaube ich, keine mehr rein. Oder? Oh, zum Glück. Leere Fässer, 97,9. Dann machen wir das so. Gehen wir hier hin. Kaufen uns das Fasslager. Es ist zwar jetzt nichts Spektakuläres. Hätte da gern auch ein etwas größeres Teil gehabt, aber es ist nichts da sonst. Ne? Bretter.
Holzbalken, 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 so weit, hier ist er. Lagerschuppen für Fässer. Das ist er. So, mal gucken, wo haben wir hier einen Ausgang? Hat der hier Weg? Ist der schon irgendwie für irgendwas geplant? Nö. Setzen wir das Ding hier hin. Und dann ist das gut so. Ja, Opa und rückwärts. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der hier Probleme hat. Ich glaube, hier brauche ich auch wieder einen Stapler. Oh, da komme ich ja überhaupt nicht. Auch so einen sehr kleinen Trigger. Überall noch ein Stapler rumstehen. Das ist wie das Abladen mit den Paletten. Opa, was machst du denn heute Abend hier? Ja, weißt du was? Ich habe gar keine Wahl. Ich muss hier Stapler arbeiten. Kann ich den eigentlich auch weiter rüber schieben? Nee, ne? Gut, es ist aber gar nicht so tragisch. Da habe ich schon ein bisschen was zu tun. Da kommt jetzt hier noch ein Stapler hin. Ist das jetzt weggeglitscht oder hat das aufgenommen? 120 Liter, ja, okay. So, jetzt fahren wir auf den Hof. Das läuft ja alles autark mit der Imker, also bis auf das Einfahren von Fässern. Sollen wir noch ein paar Erdbeeren mitnehmen? Sind wir eben mal gerade hier, dann machen wir das auch. Schauen wir uns auch gleich mal die Preise an. Habe ich den auf Auslagern eingestellt? So, habe gespeichert, das ist gut. Ah, Tomaten stehen auch auf Auslagern. Würde ich aber nicht haben. Ne? Ne, verkaufen wir das auch nicht. Verteilen auch nicht. Lass die ruhig mal eingelagert. Ich lagere die aus, wenn ich sie brauche. Ich muss mal gucken, was das hier mit den Setzlingen auf sich hat. Ob ich die kann pflanzen. Ich glaube es aber nicht, weil die Karte ist so voll Bäume. Voller Bäume. Oh Mann. Drecker sieht aus. Der braucht mal eine Reinigung. Und ja. Der Anhänger, der gefällt mir nicht wirklich gut, ne? Ich mache erstmal alles ins Lager. Es ist zwar Obst. Ach, Gemüse, kein Obst, Gemüse. Aber da ist eigentlich die Verkaufsschwelle nicht so hoch. Die
glaube ich zu wissen. Aber es wird heute auch wieder ein kurzer Stream. Es ist schon 8:30. Ich bin etwas platt. Morgen werde ich wieder ein bisschen mehr machen. Morgen habe ich frei. Und dann, ja. Was ich auf jeden Fall noch machen will, ist die Paletten noch einlagern. Also noch zumindest mal abholen. Einlagern werde ich hier auch offline. So, hier sollte eigentlich auch Salat reinpassen, ne? Ja, macht er doch. Gut. Dann fahre ich mit dem nochmal schnell runter. Der ist unterwegs. Ah, da muss ich jetzt kurz tappen. Ja, weil ich nicht weiß, wo der gelandet ist. Der war unterwegs und steht jetzt. Genau. Er war nicht weit weg. Fahre ich aber jetzt schnell selbst hin. Und werde noch einen Stapler kaufen. Ich muss überall Stapler jetzt hinstellen. Oder ich schicke den Manitou. Kann man auch noch machen, komm. Der ist ja recht schnell darüber gefahren. Da brauchen wir ja nicht noch einen, oder? Komm, hat man ein bisschen Geld schon, schmeißt man mit um sich. Also. Ja gut, jedes Geschäftsstapler hat es ja jetzt auch nicht so unrealistisch, ne? Komm, wir kaufen noch einen. Oh, ich glaube, ich hole nochmal so einen Manitou. Der hat eine ziemlich lange Gabel. Also Frontlader ist dafür nicht geeignet. Der schmeißt die Paletten durch die Gegend, genau wie der Radlader. Radlader weiß ich es nicht. Teleskoplader das gleiche. Den fahre ich eh nicht gern. So, Kompaktlader wäre noch eine Alternative, aber die gehen nicht hoch genug. Gabelstapler ist einfach. So, wenn wir da drüben die Fässer und alles müssen rücken, da brauchen wir sowieso einen ziemlich großen. Ja, komm, nimm den. Der ist richtig gut. Machen wir einen großen Motor rein. Zwinnbereifung. Bei der Höhe, ja, Hubmast, aber nicht ganz so hoch, können wir jetzt zwischendurch noch mal ändern, aber hier können wir keine Farbe ändern, egal, kaufen, okay, zurück und wir brauchen, das war bei divers, nee, das, wo war denn das jetzt noch mal? Nee, ah, ich hab's schon wieder vergessen. Frontlader war es ja nicht. Nee. Nee, 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 nee. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, Katastrophe. Gewicht. Den würde ich mir auch gerne noch kaufen. Nicht jetzt. Nochmal. Es war einfach nur. So zwei Gabeln. Da, da sind sie doch. So. Ja, der geht zwar etwas langsamer, aber der hat richtig Power. So, da schicken wir den zur Imkerei und dann haben wir da was gekonnt, ne? Produktion, Imkerei. Und tschüss. Hat der mich umgezogen? Gut, so, mit dem fahren wir jetzt runter. Da können wir eben tanken, das passt doch. Und wir können noch eben noch reparieren, das passt auch.
Nee, Opa. So. Reparieren 2000. Oh Gott. Neu lackieren 23.000. Das was, ich mach das mal. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das aussieht. Ich habe das noch nie gemacht, weil es mir jetzt teuer war. Aber ich mach's jetzt hier mal. Neu lackieren links. Ja. Ah, eine Errungenschaft gibt das sogar. Van Gogh. Tja. Ich sag nichts dazu. Als sparsamer Mensch sage ich da jetzt nix, nix. So, fahren wir mal eben selbst runter. Der Waldweg hier, der ist speziell. Der bleibt aber auch erstmal. So, tanken wir die Kisten noch, sind wir ja auch gleich hier. Laden die Fässer ein, stellen die oben ab und die werde ich dann aber offline schon mal anfangen einzuladen und die restlichen, die, da bin ich dann online. Aber nicht mehr heute. Nein, nein, nein. Ja, die Tankstelle war übrigens auf dem Hof, auf der Karte drauf, ne? Eine Tankstelle, ein Viehhändler, ein Sägewerk und Händler. Ja, der normale Händler. Das Sägewerk, das habe ich stillgelegt aus Versehen, weil ich den Hof gelöscht habe, wo das dem Hof, den Hof gelöscht, der für das Sägewerk das zuständig war. Und das war plötzlich das Sägewerk nicht mehr zu bedienen. Macht aber nichts. So, probieren das Ganze nochmal, aber diesmal ohne. So, 17.000, okay. Ich mache es jetzt lieber so. War mir doch zu riskant eben. Jetzt haben wir wieder abkackt. Ich werde nachher abspeichern und da werde ich noch einmal versuchen, die Pferde zu reiten. Es kann sein, ich glaube, wenn die Null irgendwie erst einen Tag oder die müssen einen Tag alt sein. Da habe ich irgendwas im Kopf. Das könnte ich ja noch ausprobieren. So, was wollte ich jetzt machen? Stimmt, da war irgendwas. Das fällt mir erstmal eben so ein. Da habe ich schon was gelesen. Die müssen, glaube ich, einen Tag alt sein. Und dann könnte es, dann soll es funktionieren. So, Paletten- und Fässerproduktion, Barrels. Siebenundvierzigtausend, 48.000, 50.000 gehen rein, dann machen wir noch 2.000 raus. 8, der Stapler ist angekommen, ja, gut. Machen wir noch 2.000 raus. So. Das unorthodox geladen, aber egal.
Das fahren wir jetzt noch hoch. Aber Gewicht ist da drauf. Guck dir das an, wie der arbeitet. 34. Der beschleunigt also. Okay. Sehr realistisch gemacht. Ja, wenn wir das ganze Holzzeug ist, das wir jetzt noch produzieren, irgendwann mal verkaufen, dann haben wir ja richtig viel Geld. Und da werde ich mal langsam gucken, ob ich mit den großen LED-Mods noch irgendwas mache. Die sind zwar riesig und auch unheimlich schwierig zu befüllen. Schwierig in Form von, da kommt sehr viel rein und es ist sehr viel Aufwand. Aber dafür muss ich mehr Felder haben. Und mehr Felder kriege ich nicht zusammen, weil ich kein Holz mache, weil ich lieber hier rumfahre. Mit 44 durch den Wald, Vollgas. Aber wie gesagt, wenn wir die Paletten und die Fässer verkaufen, die wir nachher in dem Lager rumstehen haben, nicht schlecht. Oder wir brauchen noch einen zweiten Imker. Hat ja auch was, aber das bringt dann später. Ja, ich denke, das ist gar nicht so übel. Vielleicht oben auf dem zweiten Hof. Oh, 35. Ja. Und an einen Hühnerstall, den sehe ich gerade hier, den kriege ich auch noch. Der da, der ist eindeutig zu klein. Passen zwar Haufen Hühner rein, aber das sieht nichts aus. So, wir haben 18:35. Ich werde jetzt die Nacht gleich überspringen. Dann haben wir Mai. Im Mai passiert noch nichts. Und den Mai werde ich dann mit halber Geschwindigkeit laufen lassen müssen, um alles hier vorzubereiten für die Ernte. Das heißt vorzubereiten, dass ich das Feld will ich zumindest so weit haben, dass ich es ansehen kann im Herbst. Eins von den großen hier wird sowieso mit Gras bestückt. Brauchen wir nämlich, wir brauchen Gras. Oh, er hat 40 drauf geschafft. Wahnsinn. Langsam. Ach, verkehrt. Opa. Dass wir Spiegel haben. Die Fahrphysik von den Fahrzeugen, die ist schon gut. Also da gibt es nichts. Dieses Einfedern, wenn man einlenkt. Gut gemacht und vor allem die Physik hier vom Gewicht, ne? Weil die Fässer sind schwer. So, da muss ich erst mal gucken. Sollte doch hier auch die Abladeseite bestimmen können. So, jetzt mache ich es wie bei den Paletten. Ich stelle die jetzt einfach hier raus. Was er nimmt, nimmt er. Der Trigger passt nicht zu dem gemalten, ne? Schön animiert, ne? Okay. Honig kann drin bleiben, da ist 1 Million Platz.
Gewächshaus brauchen wir auch nichts mitnehmen. So, jetzt geht's schon los. Habe ich jetzt mein Motorrad, ne? Ja, mit dem Tappen, das wird nicht anders möglich sein. Gut, jetzt gucken wir trotzdem noch einmal kurz durch die Tiere, ob die alle versorgt sind, und dann ist Feierabend. Hoppla, was das denn? War da ein Baum? Oder war ich zu eng in die Kurve geballert? Kann auch sein. So, ja. Ja, die Karte nimmt schon wahnsinnige Formen an hier. Stellt den mal so neben dran, das sollte normalerweise kein. Ne, hier läuft kein Kurs. Soll ich dran lassen oder gehe ich nachher suchen? Ne? Ja, nächste Folge muss ich den sowieso. LKW-Parkplatz. Haben wir noch Platz da in einem Schuppen? Passt der da rein? Trecker sind auch alle unterwegs. Sieht so klein aus in dem riesen Ding hier. Finde ich ja auch nie wieder, ne? So, wie gesagt, einmal gucken wir noch durch die Tiere. Fangen wir unten an, ganz unten an, ja. Gut. Das gucken wir uns noch an. Werde ich jetzt gleich den Tag vorspulen. Ob die dann. Obwohl, die haben 12 Monate. Macht auch keinen Sinn. Ich werde auf jeden Fall gleich mal speichern. So, die haben auf jeden Fall Futter und die haben alles. Die brauchen Stroh und Nahrung, aber kein Wasser, interessanterweise. Dieser Stall, das ist der, der mir Wolle bringt. Da müssen wir nochmal Gras reinfahren. Das wäre vielleicht noch eine Aufgabe, die wir noch schnell machen könnten. So, hier ist der Milchschafstall. Ja, gut, da sind. Wie viel sind denn da drin? 6, 10 Stück nur. Oh ja, da muss ich nachbessern. Das sind auch welche weggefallen durch die Umstellung hier. So, das hier ist natürlich sehr schön. Läuft. Milch läuft langsam an. Aber gut, ich lasse ja auch langsam laufen im Moment. Ah ja, müsste ich mal wieder wegräumen. Die sind gesund, die haben auch Futter. Alles klar. Komm, wir fahren noch eine Ladung Gras zu denen hier, ne? 27.000. 30 wird wohl 60, werden wohl da reingehen oder sowas. Wie viel kriege ich denn neben meinen neuen LKW? Das müsste eigentlich reichen. Ja, es reicht. Komm. Muss reichen. Das war ja eigentlich so ein Kauf aus Neugierde und mittlerweile finde ich den richtig cool. Das ist richtig prima Gerät. So, Gras oder Heu. Ich muss mal gucken, was ich am meisten habe. Ein bisschen Gras kriegen wir ja wieder. Also nehmen wir Gras. Wir haben ja noch das kleine Grasfeld. Das wächst ja wieder. Ich gucke trotzdem mal einen Unterschied. Der Schnee rein. 87.000 Heu ist gar nicht mehr so viel. Dann ist die Sache entschieden mit dem Gras. So, das sind 12,5 und hinten das waren auch sowas mit 13,5, glaube ich. Was?
Ach, das reicht ja. Da kriegen wir das Ding ja voll. Da fahren wir schön gemütlich da hoch, fahren wir hier rum. Viele Wege führen zum Hof 2. Jawohl. Was hat der für Licht? Oh. Der hat ja mal richtig gutes Licht. Das bei den LKW ist immer so eine Sache. Machen wir hier rum. Ja, komm, kann ich hin. Naja, kommen überall noch so kleine Gebäude hin, dass das sowas ist wie so eine kleine Siedlung. So ein paar ältere Gebäude, so wie die hier, Holzhäuser. Und das hier ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Guck dir das an, ne? Du kannst hier rein. Schlafen kann man nicht hier, aber man kann rein und kann hier drinnen rumgucken. Das ist richtig gut, ne? Geht aber nur hier. Hier geht's nicht. Ne, nee, hier geht's nicht. Sieht man an der Textur, das ist ein bisschen anders. Aber es mit Licht, ne, das finde ich auch so geil. Es geht abends das Licht an. Das sieht diese Siedlung nachher richtig gut aus. Dafür habe ich auch so viele Mods. Das sind unheimlich viele Mods nur für sowas, ne? Boah, was denn Licht hat. Das gefällt mir ja richtig gut. Also von der Seite hier ist es relativ kurz hier hochzufahren, ne? Muss ich mal sagen. Sind wir nämlich schon. Die baldigen Bäume rum. Eieiei. Ah, der Holzfäller hier, der ist furchtbar. Was ist das? Ja. So, das war der neue Schafstall. Ich glaube, das ist in der nächsten Folge fällig. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hinten freischneiden, weil ich komme hier nirgendwo durch, richtig. Eh alles schon sehr eng gebaut. Vielleicht lasse ich den Dings hier auch wieder. Ja. Was willst du? Seit wann das denn? Ah, muss nur richtig hinstellen. Ich hatte einen Anhänger angewählt, deswegen wollte der das Gras ins Wasser machen. Ah, ich bin hier zu dicht. Da klappt der nicht richtig auf. Kann noch nicht voll sein. Ja, der ist extrem schwer zu fahren, rückwärts. Das funktioniert schon mal. Ja, die Bäume hier müssen weg. Hier muss einiges noch.
Sehr gut. So, jetzt machen wir das ganz clever. Hängen den jetzt ab. Zeitnah muss ich das machen. Das ist mir noch wichtiger wie das Feld. Ich muss dem mal sagen, dass er hinten abkippt. Ne? Da macht er das automatisch. Ne. Abkippseite. Jetzt haben wir es. So, jetzt passt das. Geht das komplett rein? Ja, es geht komplett rein. So, jetzt sollte das hier eigentlich gut aussehen. Mit den. Ja, perfekt. Gut. Pferde testen wir noch. Ja, wenn ich den Hof hier noch weiter vergrößern will, muss ich auf jeden Fall Bäume wegmachen. Steht sowieso alles ein bisschen kreuz und quer, aber das habe ich extra so gemacht. Ich mag dieses rechtwinklige nicht hier, nicht in diesem Spiel. Ich mag schon Ordnung und logistisch Perfektes, aber nicht hier. Das muss. Entschuldigung. So, haben wir doch wieder unsere 1,5 Stunden. Ja. Wer kennt's? Ich probiere das jetzt nochmal mit den Pferden. Ich speichere, lass vorlaufen, speichere und gehe dann weil es wird jetzt eh trüb und dunkel, dann habe ich auch keine Lust im dunklen Holz zu machen. Ne? Den Baum hatte ich vorhin erwischt, dessen hat es gestockt. So, das Grasfeld wächst, das kann auch so bleiben. Also, den könnte ich wieder in die Garage fahren. Upsa, wow. Stopp. Ich muss ein bisschen wegfahren, sonst klemme ich mich da ein, komme nicht raus. Geht aber. Okay, so, wir gehen rüber. Speichern hier. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich an dem Tag hier noch was mache. Y. 8 Uhr. Okay, dann gucken wir mal, ob der Helfer jetzt funktioniert. Beziehungsweise ob ich kann aufsteigen. Und dann werde ich den Stream auch beenden. So, Fitness immer noch 100%, Sauberkeit interessanterweise 90%. Reiten 0. Okay. So, jetzt kommt der Absturz. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Aber wir haben gespeichert. Alles wird gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und verabschiede mich hier schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Opa Gamer. Tschüss.